Sind Fake Nägels haram? Fake, aywa. Ist Englisch alles geworden, ha? Bist du up to fake? Nee, passt ja gar nicht, ne? Sind Fake Nägels erlaubt? Liebe Geschwister, wir sollten uns immer fragen, lieben wir die Sunna oder lieben wir die Gewohnheit von irgendwelchen Leuten? Erstmal brachte uns der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim, Anas ibn Malik radiallahu an, er berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn ein Zeitlimit gesetzt hat, um was zu kürzen? Hm? Und? Schamhaare und die Achselhöhe. Nicht länger als 40 Tage. Als 40 Tage. Das heißt nicht, dass du auch 40 Tage warten musst. Das heißt nicht, dass du 40 Tage warten musst. Weil manche Leute, während sie ihre Achselhöhlen rasieren, kommen schon neue. Ja? Der sieht nach 40 Tagen aus wie ein Wunderbaum. Deswegen, das heißt maximal 40 Tage. Was? Maximal 40 Tage. Taib, und die Fingernägel kürzen. Subhanallah, das ist Sunnah. Und in einer Überlieferung bei Al-Bukhari berichtete uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Äthiopiern, die mit ihren langen Fingernägeln ihr Obst und ihr Dings geschnitten haben. A'udhu billah. Ist das schön? Ist das schön? Deswegen sagen wir zu der Schwester, bleib bei der Sunna. Bleib bei der Sunna und tu keine Fake Nägels. Wallahu ta'ala ala wa an. Im Übrigen sowieso alles ist fake geworden. Heute, du denkst, du bist mit einer Plastikpuppe verheiratet, ja? Die Augenbrauen, nicht die Augenbrauen, die Romosch, wie heißen die? Die Wimpern, die Kontaktlinsen, die hat grüne Augen. Subhanallah, du hast doch keine grünen Augen. Du hast braune Augen. Ja, die ist zu einer Katze geworden. Das heißt, zum einen die Wimpern, zum anderen die Kontaktlinsen, 3 Kilo Make-up. Und Allahu alam, was alles gespritzt wird heute, Lippen und ich weiß nicht was, wir brauchen auch nicht auf andere Körperteile einzugehen. Alles ist gespritzt. Michelin-Menschen. Kennt ihr Michelin-Menschen? Yechwa, baratlau fikum. Eine Person, und ich spreche zu den Frauen, das ist eine gläubige Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und sie verändert sich nicht, als ob sie Allah sagen möchte, ich bin unzufrieden mit dem, was du mir gegeben hast. Jeder ist schön auf seine Art. Und jeder Topf findet einen Deckel. Subhanallah, siehst du nicht manchmal eine Person, der ist nicht gut aussehend, aber er hat eine wunderschöne Frau. Stimmt? Oder eine Frau, die nicht hübsch ist, aber ihr Mann ist wunderschön. Das haben wir. Allah, er lässt dich schön erscheinen in den Augen der anderen. Aber dass du dir diese Filme anguckst von diesen Schauspielerinnen und von diesen Sängerinnen, die alles schon an sich geändert haben, dann subhanallah, wo wirst du zum Schluss enden? Möge Allah uns Zufriedenheit in unseren Herzen geben. Amen. Bitteschön.